Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im sonnigen Würzburg zum Sommerinterview mit dem Parteichef der SPD. Guten Tag, Herr Beck. Schönen guten Tag. Herr Beck, Sie sind ja nicht zufällig in Würzburg. In Bayern ist gerade Landtagswahlkampf und Sie versuchen für die SPD das Beste mit rauszuholen. Jetzt ist natürlich bei Ihnen noch ein Problem dazugekommen, die Linkspartei in Hessen. Ein Thema, was Sie nicht ganz so gern hören, was aber auch Schwierigkeiten macht. Was erzählen Sie den Menschen hier bei Ihren Veranstaltungen zum Thema Linkspartei und das Verhältnis SPD-Linkspartei? Zunächst einmal, in Bayern spielt das überhaupt keine wirkliche Rolle, aber dennoch, natürlich wird man hier und da darauf angesprochen. Und es ist klar, wir werden uns an dem orientieren, was in den Ländern geht. Wir werden uns an dem orientieren, was in den Kommunen geht, und zwar verantwortlich. Und im Bund hat diese Linkspartei eine Position, dass eine Zusammenarbeit 2009 unmöglich ist. Das machen wir deutlich und ich glaube, damit muss gut sein. Aber das Problem ist ja, Sie versuchen das deutlich zu machen, haben das ähnlich aber schon für die westlichen Länder gesagt. Jetzt ist Frau Ypsilanti auf dem Weg, mit der Linken eine Regierung zu machen oder sich davon tolerieren zu lassen. Das Glaubwürdigkeitsproblem, der Wortbruch, wie gehen Sie damit um? Die Wähler haben dort eine Entscheidung getroffen und in Hessen gibt es einen Patt. Herr Koch hat sich in eine Situation manövriert, dass er 12% verloren hat und jedes Vertrauen verspielt hat. Insoweit muss man in Hessen eine Lösung finden. Das, was dort an Kriterienkatalog für die Zusammenarbeit, für eine mögliche Zusammenarbeit, eine mögliche Duldung aufgestellt worden ist, ist sehr verantwortlich. Das wird jetzt abgearbeitet und dann werden die hessischen Freunde entscheiden, was geht oder was nicht geht. Aber Sie haben ja davor gewarnt und Sie haben gesagt, das ist ein mit großen Risiken behafteter Prozess. Warum haben Sie sich da nicht durchsetzen können gegen Frau Ypsilanti? Es gibt nichts durchzusetzen, sondern es ist klar, dass solche Entscheidungen auf der Länderebene getroffen werden, dass man dann beraten, dass man dann informierend an der Seite steht, das gehört mit dazu. Und dazu gehört eben, dass darauf hinweisen, wie eng die Dinge dort einfach sind. Es ist ja so, das Problem, das die SPD auf lange Sicht hat, ist, dass sie jetzt im Moment, jedenfalls nach den Umfragen, den Kanzler schwer stellen kann und vielleicht die Linkspartei auch im Bund irgendwann braucht. Wäre es nicht besser zu sagen, komm, wir müssen auf lange Sicht mit der Linkspartei zusammenarbeiten und jetzt einfach den Leuten reinen Wein einschenken und sagen, wir gehen mit denen zusammen, unter den und den und den und den Bedingungen im Bund? Wir haben reinen Wein eingeschenkt. Das ist nicht so, dass wir irgendeine dogmatische Abgrenzung suchen, sondern wir werden das inhaltlich beurteilen. Und wir wissen um die Position dieser Linkspartei zu den wichtigen internationalen Fragen, zu europäischen Fragen. Und wer den europäischen Grundlagenvertrag abgelehnt haben will, das war ja deren Position und ist sie, der scheidet als Partner aus, weil das alle Grundlagen der Friedenssicherung, der Sicherung des Wohlstands der Menschen in Europa über Bord werfen würde. So etwas gibt es mit uns nicht. Herr Beckstein wirft Ihnen Realitätsverlust vor und sagt, durch dieses Verhältnis zur Linkspartei wird man in Bayern möglicherweise gar nicht mal auf 15% kommen. Das wäre schon zu viel für die Sozis, wie er sich ausdrückt. Wie reagieren Sie darauf? Herr Beckstein hat völlig die Kontenance verloren. Also eine so nervöse CSU mit wirklich übelsten Ausfällen, jetzt nicht von Beckstein selber, aber seiner Generalsekretärin, habe ich in der Politik selten erlebt, muss ich sagen. Das zeugt davon, die CSU ist völlig von der Rolle. Und ich spüre, wenn ich hier durch Bayern fahre, wenn ich mit den Leuten rede, dass offen über eine Neukonstellation der bayerischen Politik geredet wird. Ich habe mit stellvertretenden Landräten der Freien Wähler geredet, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir wollen da was verändern und zwar mit euch zusammen. Und ich finde, das ist die Chance von Franz Margit und der SPD und das ist die Nervositätsgrundlage der CSU. Aber nach den Umfragen profitieren Sie nicht unbedingt von der Schwäche der CSU bei der SPD? Na, das warten wir mal ab. Die Umfragen haben in Bayern immer besonders gedrogen, anderswo auch. Denn das bayerische Wahlsystem ist anders als die Wahlsysteme in den anderen Ländern. Beide Stimmen zählen gleich und das hat dazu geführt, dass regelmäßig die FDP in der Vergangenheit zu hoch bewertet worden ist in den Umfragen und bei der letzten Wahl, wenn ich es recht erinnere, bei 2,6% eingekommen ist. Also da wird vieles anders aussehen, als es sich jetzt darstellt. Wäre es nicht vielleicht besser für die SPD, wenn sie vor der Bayernwahl klare Kante macht und sagt, das wird unser Kanzlerkandidat sein? Das wird entschieden, wenn es an der Zeit ist. Und ich werde zur richtigen Zeit einen Vorschlag machen. Davon können Sie ausgehen. Aber nicht vor der Bayernwahl? Zur richtigen Zeit. Also möglicherweise auch vor der Bayernwahl? Zur richtigen Zeit. Wer ist denn der richtige Mann? Ist es Frank-Walter Steinmeier?
Das wird auch bei der Gelegenheit deutlich werden. Und wenn ich anfange zu spekulieren, dann nehme ich mir die Freiheit und zugleich eben auch die Chance, die in einer solchen Entscheidung steckt. Reger Hubschrauberverkehr hier in Würzburg. Frank-Walter Steinmeier ist ja so eine Art jetzt im Moment möglicherweise Kanzlerkandidat im Wartestand, je nachdem, wie Sie sich entscheiden. Sie wollen ein Thesenpapier mit ihm zusammen verabschieden. Das zeigt ja schon mal seine hervorgehobene Stellung, nicht nur als Stellvertreter. Demnächst, was wird da drin stehen als Thesenpapier wohl für den Wahlkampf? Also ich will noch mal darauf hinweisen, Frank-Walter Steinmeier ist Vizekanzler der Republik, unser Mann, der die Regierungsarbeit koordiniert. Und es ist selbstverständlich, dass mit ihm zusammen diese Eckwerte bestimmt werden. Es wird um eine Präzisierung auf den Zeitraum der kommenden 4 Jahre hin geben, dessen, was wir in Hamburg beschlossen haben. Es wird Orientierung geben, wie die Menschen teilhaben können an dem, was wir Globalisierung nennen. Wir werden Antworten formulieren darauf, wie die Veränderung der Alterszusammensetzung der Gesellschaft bewältigt werden kann. Aber was wird da konkret neu drin sein? Ja, das werden konkrete Schritte sein, die einen Auftakt dann für eine Wahlprogrammdiskussion bieten. Denn die SPD hat immer ihre Wahlprogramme mit der eigenen Partei und mit der Bevölkerung diskutiert. Dazu stecken wir jetzt den Rahmen ab. Das wird am 7. September so sein. Und das Papier ist so gut wie fertig. Was ist nochmal gefragt der Hauptpunkt dieses Papiers, inhaltlich? Es geht darum, dass wir entgegen der Forderungen anderer Parteien eben keinen anpasserischen Kurs auf die Globalisierung akzeptieren, nach dem Motto Löhne nach unten, Arbeitnehmerrechte weg, anpassen, wo es immer nur geht. Mittelständische Unternehmen müssen im Zweifelsfall ihre Eigenständigkeit aufgeben. Das alles ist ja dieser Kurs. Sondern wir sagen, wir wollen, dass wir gestalten, auch wenn es noch so schwer ist, dass wir kämpfen auf der internationalen Ebene und auch national, sodass wirtschaftliche Ziele mit ökologischen und vor allen Dingen auch sozialen Zielen wirklich in Einklang stehen. Und ich bin überzeugt, das ist der einzige Weg, den Europa und den auch Deutschland gehen kann. Nun gehen Sie ja auch in die Wahl und sagen, oder in das Wahljahr demnächst, und sagen, Sie wollen nicht Steuern senken, sondern Sie wollen lieber Beiträge senken. Wo wollen Sie da konkret anfangen? Wir hatten ja schon begonnen, der Union vorzuschlagen, ins Gesundheitssystem mehr Steuergelder zu geben und dafür eben Beitragssenkungen, zumindest Beitragsstabilisierung zu erreichen. Und das wird auch für die anderen Sozialsysteme gelten. Denn man muss zweierlei sehen. Wir werden in der Zukunft immer weniger Menschen im Arbeitsleben haben, Demografie. Die müssten immer höhere Beiträge zahlen. Die Unternehmen, die beschäftigungsintensiv sind, die wir halten wollen in Deutschland, müssten immer mehr Beiträge zahlen. Deshalb sagen wir, es ist besser, wenn sich alle beteiligen und auf diese Art und Weise Beitragssenkungen möglich sind. Und zum Zweiten, bei diesem Weg hat jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer ab dem ersten Euro, den er oder sie verdient, eine Senkung. Denn bis zu rund 37.000 Euro, wenn man 1, 2 Kinder hat, zahlt man überhaupt keine Steuern. Rentner und Rentner hätten gar nichts davon, wenn wir Steuersenkungen machen. Die allerwenigsten zahlen Realsteuer, während über die Rentenformel diese bessere Netto-Situation sich wieder auch positiv auf die Rentner auswirken würde. Wie weit wären Sie bereit, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu senken? Darüber haben wir uns mit der Koalition verständigt, soweit es verantwortbar ist. Und das werden wir im Herbst entscheiden. Ob das jetzt 2 oder 3 Zehntel sind, das kann man noch nicht sagen. Dazu brauchen wir die Daten. Aber das, was geht, machen wir. Und daran kann es auch keinen Zweifel geben. In der Wirtschaft wird gefordert, dass man auf 2,5 sogar runtergeht. Ist das für Sie realistisch oder muss da die 3 stehen? Oder ungefähr, dass man sich... Also ich rechne damit, dass es möglich ist, 2, 3 Zehntel zu senken, ohne dass wir die wichtigen arbeitsmarktpolitischen Instrumentarien einfach kaputt machen. Wir wollen schon dabei bleiben, dass diejenigen, die bisher ohne Hauptschulabschluss sind, gefördert werden und auch ein Stück Angebot und Druck gemacht wird, dass sie berufsfähig werden, damit wir nicht auf Dauer mit Langzeitarbeitslosigkeit leben müssen. Ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz und diese Finanzierungsgrundlagen, die werden wir nicht kaputt machen lassen. Die Bürger leiden natürlich stark auch unter den gestiegenen Energiepreisen, auch wenn es jetzt in den letzten Tagen etwas runtergegangen ist. Aber trotzdem, mittelfristig wird es weiter ansteigen, 50% in den letzten 5, 6 Jahren. Wie kann die SPD da den Bürgern helfen? Wenn man
auf den Kern geht, gibt es nur einen Weg, der dauerhaft Wirkung entfaltet. Das ist, wir müssen unabhängiger werden von den fossilen Brennstoffen. Das heißt, wir müssen Energie sparen. Dort sind auch öffentliche Anreize sicher angebracht. Nicht aus Konjunkturgründen, das halte ich für nicht wirklich zielführend. Aber aus Gründen, eben wegzukommen von dieser hohen Affinität, die wir immer noch haben, hin zu diesen fossilen Brennstoffen. Und es gibt natürlich auch eine Menge an regenerativen Energien, die wir fördern müssen, die wir einbringen müssen, die uns zur Verfügung stehen, die uns wegführen vom Öl. Im Übrigen gehört für mich auch die Nutzung der Stein- und Braunkohle mit den neuen Technologien, die zur Verfügung stehen und entwickelt werden. Stichwort CO2-Speicherung dazu. Ihr Koalitionspartner möchte auch die Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen lassen. Warum wollen Sie nicht da sich ein Stück bewegen? Weil wir sicher sind, dass dies ein Irrweg ist. Die Atomkraft wird nicht die Zukunft sein. Sie hat genauso einen Aufbau auf Uran als Rohstoff, den wir importieren müssen. Und zum Zweiten, wir haben die Endlagerproblematik in keiner Weise gelöst. Man muss sagen, weniger denn je. Und das Dritte ist, es ist ein Riesenrisiko in einer Zeit, in der eben immer mehr die Terrorgefahr deutlich wird, nicht nur bei uns, auch anderswo, und ein Riesenunglück natürlich dazu führen würde, dass die Lebensgrundlagen auf unendliche Zeiten in Frage gestellt werden. Nein, das ist sicher kein Weg, den wir empfehlen dürfen. Im Übrigen, in heißen Sommern muss Frankreich, das 70% Atomenergie in seinem Netz hat, dann von uns Strom kaufen, weil wir die Kraftwerke runterfahren müssen, dort, weil die Flüsse nicht genug Wasser führen. Also es ist nicht so einfach. Im Winter liefern Sie es uns dann über die Atomkraft. Also na ja, gut, aber wir haben jetzt gerade einige Unfälle in Frankreich erlebt. Die Menschen sind tief verunsichert. Ich will es ja nicht, niemand von uns will es hoffen, dass was passiert. Aber wenn Sie morgen ein schreckliches Unglück hätten, wie wir es ja schon erlebt haben, und sie schalten dann 70% Energie aus dem Netz, weil die Leute sagen, wir können das nicht mehr akzeptieren, dann wäre das natürlich ein wirtschaftlicher GAU. Kommen wir nochmal zum bevorstehenden Wahljahr. Franz Müntefering wird nach seiner Trauerzeit nun zurückkehren und hat eine aktivere Rolle wieder angekündigt. Freuen Sie sich auf die Rückkehr und welche Rolle sehen Sie für ihn? Er ist Bundestagsabgeordneter und sicher ein hocherfahrener Mann und deshalb reden wir auch miteinander. Wir haben die ganze Zeit Kontakt gehabt und haben auch in diesen Tagen Kontakt. Er hat gesagt, er werde dann, wenn er jetzt im September diese Phase auch der Zeit nach dem Tod seiner Frau verarbeitet hat, soweit man das je kann, dann wird er zurückkommen, sein Mandat wieder voll in Anspruch nehmen und das ist mehr als in Ordnung, aber auch nichts Spektakuläres. Nun könnte natürlich man auch sagen, Franz Müntefering hat große Erfahrung bei Wahlkämpfen, hat der SPD auch viel geholfen in verschiedenen Rollen. Wäre es da nicht angebracht, ihm eine Wahlkampfmanager-Position in irgendeiner Form zu geben? Sie können davon ausgehen, dass wir miteinander im Gespräch sind und Wege finden werden, die große Erfahrung von Persönlichkeiten, nicht nur von Franz Müntefering, auch einzubeziehen. Aber ich glaube, jemand, der Vizekanzler der Republik war, der Bundesminister war, der Parteivorsitzender war, wird nicht jetzt technischer Wahlkampfmanager werden. Also das wäre wohl ein bisschen daneben. Aber Sie sorgen sich nicht, dass er vielleicht sogar noch mehr will, dass er vielleicht eines Tages auch wieder zurückkehrt in das Amt des Parteivorsitzenden und Ihnen Ihren Job streitig macht? Also mein Job ist erstens mal ein Ehrenamt, das sehr viel Arbeit mit sich bringt, aber das jeder von uns natürlich in der Gewissheit der Verantwortung auch gerne wahrnimmt. Nein, also jetzt lassen wir es mal, wir reden miteinander und ganz vernünftig und in einer Form, wie es sich gehört. Macht Ihnen Ihr Job als Parteivorsitzender Freude? Überwiegend ja, weil wenn man Politiker ist, dann will man gestalten und das ist natürlich eine Möglichkeit mitzugestalten, dass nicht jedes Ereignis freudvoll daherkommt, das gehört im Leben dazu. Ich habe schon viele Aufgaben im Leben gehabt, vom Bürgermeister über meine berufliche Tätigkeit als Funkelektroniker, als Bezirkspersonalratsvorsitzender und vieles andere. Und nie habe ich einen Job gehabt, der nur Freude gemacht hat, sondern manchmal gab es Phasen, die haben einen unendlich belastet. Aber unterm Strich steht man dazu und macht es gern und so ist das auch. Aber in keinem Ihrer bisher geschilderten Tätigkeiten sind Sie so hart angegangen worden, auch von Teilen der Presse. Und die Kritik ist nicht immer positiv, um es vorsichtig auszudrücken. Wie verarbeiten Sie das? Ich glaube, dass man das verarbeiten kann, wenn man eine reiche Lebenserfahrung hat und weiß, dass man nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen ist, wie man bei uns sagt.
Ich muss sagen, so sehr einen das manchmal auch ja, ärgerlich stimmt, wenn man sieht, dass bewusst schief wahrgenommen wird. Aber mich haben Phasen mindestens so sehr belastet, in denen ich in betrieblicher Verantwortung war, als Vertreter der Menschen, die da gearbeitet haben, wenn Betriebsteile geschlossen worden sind, wenn Verlagerungen da waren, wenn Menschen Tränen in den Augen hatten, weil sie gesagt haben, wenn ich meinen Job verliere, was bedeutet denn das, wie soll ich denn weiterleben? Das hat mich eher mehr belastet im inneren Sinne als diese Herausforderung jetzt, die durch eine bestimmte Tendenz in manchen öffentlichen Organen entsteht. Fühlen Sie sich da ungerecht kritisiert? Ach, das hat gar keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich nehme es, wie es ist und werde mich nicht verbiegen. Davon kann jeder ausgehen. Das habe ich allerdings allen von Anfang an gesagt und es behagt nicht allen. Es gibt Leute, die sagen, sie sind dünnhäutiger geworden, sie explodieren schneller. Jetzt hier hat man das nicht den Eindruck, aber dass das bei Ihnen sozusagen doch an die Nerven geht, was da passiert. Aber es gibt auch Phasen, die einem an die Nerven, gehen. Ich weiß nicht, was erwartet man denn, wenn man nicht Politikertypen hat, die mit dem Gemüt eines Fleischerhundes alles hinnehmen, die auch noch eine Sensibilität haben für die Not von Menschen, dann ist man nicht immer zu jeder Stunde am Tag so drauf, dass man Nebensächlichkeiten, die aufgebauscht werden, auch noch freudig entgegennimmt. Das mag so sein. Aber im Kern, muss ich sagen, erschüttert mich das nicht, weil ich nach 14 Jahren im Amt eines Ministerpräsidenten nicht Neuorientierungen notwendig haben. Dazulernen ja, aber sich sozusagen anbiedern, anpassen, nein. Sie schreiben Ihre Autobiografie. Was haben wir davon zu erwarten? Es geht darum, ich bin gebeten worden, so etwas zu tun. Ich habe gezögert, dann habe ich es gemacht, weil ich glaube, dass es vielleicht für manche interessant sein könnte, zur Motivation, warum man sich politisch engagiert, warum man etwas tut, warum ich zur Sozialdemokratie gekommen bin und was mir an Ansporn die ganze Zeit gegenwärtig war, aber auch geblieben ist. Also das will ich versuchen ein bisschen zu beleuchten und ich glaube, es ist ganz ordentlich gelungen. Aber dass man es als politisches Testament verstehen könnte, das fürchten Sie nicht? Ich hoffe nicht. Wir wissen alle nicht, was der liebe Gott mit uns vorhat, aber ich habe eigentlich... Politisches Testament. Ja, gut. Es kann ja auch was anderes dazukommen, was einem einfach das Handeln unmöglich macht. Aber ansonsten habe ich nicht die Absicht, ein Abschiedsbuch zu schreiben. Herr Beck, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.